Am Freitag ist letzter Schultag in Bayern und dann geht es in die großen Ferien. Die einen fahren in den Urlaub, andere nutzen die schulfreie Zeit, um das Taschengeld aufzubessern. Ab 13 Jahren darf in den Ferien gejobbt werden. Bis man 18 ist, braucht man die Zustimmung der Eltern. Auch bei den Arbeitszeiten gibt es Vorschriften. Wir haben bei einem Experten nachgefragt. Kinder, die zwischen 13 und 15 Jahren alt sind, die dürfen am Tag nur 2 Stunden arbeiten und das auch nur in der Zeit zwischen morgens 8 und abends 18 Uhr. Dann bei Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren ist es so, dass die 40 Stunden die Woche arbeiten dürfen, an 5 Tagen die Woche, allerdings nicht in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Zwischen 13 und 15 Jahren dürfen nur kindgerechte Arbeiten ausgeführt werden, wie Nachhilfe oder Babysitting. Sowieso sind nur dem Alter angemessene Tätigkeiten erlaubt, also Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit der Schüler nicht übersteigt und die nicht mit Unfallgefahren verbunden sind. Aber auch für den Arbeitgeber gibt es Vorschriften. Der Arbeitgeber muss beachten, dass es sich eigentlich im Grunde um ganz normale Arbeitsverhältnisse handelt. Das bedeutet, er muss beachten, dass es eine Sozialversicherungs- und eine Steuerpflicht gibt. Da muss er sich überlegen, wie er das am sinnvollsten gestaltet, zum Beispiel durch Minijobs oder kurzfristige Beschäftigung, wo man dann auch entsprechende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorteile dann auch realisieren kann. Mindestlohn bekommen Jugendliche übrigens erst ab 18, davor nur, wenn sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben.